Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Wintervan. Ach, du feiner Zuhörer, diese Folge fängt halt ein bisschen anders an als sonst, weil ich bin einfach seit Tagen hardcore genervt. Es ist seit Montag. Ich bin Montag früh aufgestanden und dachte mir, was für eine scheiß Stimmung, bitte. Und ich möchte genau diese Stimmung hier gerade mit dir teilen, weil es eben nicht immer alles happy ist und alles ganz toll und alles ganz super. Und ich bin jetzt schon seit Tagen dran, das mir verständlich zu machen, was das gerade ist, weil ich eigentlich so eine Ich-bin-genervt-Stimmung nicht wirklich gut kenne von mir, vor allem nicht so anhaltend. Also in so kurzen Momenten ja, aber in längeren Momenten oder Tagen, sind jetzt schon Tage, eben nicht. Und boah, mich nervt gerade so krass an, dass das Wetter so scheiße ist. Vielleicht ist das auch der Grund. Wir hatten ja die letzten 2 bis 3 Wochen einfach fantastisches Wetter. Das heißt, Schnee, der liegen geblieben ist. Dadurch, wenn mal ein bisschen Licht durchkam, schon mehr mehr Helligkeit als sonst. Und das Problem ist, dieser Schnee ist ja mittlerweile weggetaut. Und mit diesem Frost und dem Schnee ist alles, was grün war an den Blättern, an den Bäumen, auch gewichen. Und die Bäume sind fast alle komplett nackt. Und die Wiese färbt sich auch langsam so gelb ein. Und boah, jetzt ist wirklich so der Punkt, wo ich sage, das ist der Grund, warum ich eigentlich nicht mehr in Deutschland bin. Weil jetzt kommt die wirklich für mich persönlich sehr anstrengende Zeit. Und ich weiß, es geht nicht nur mir so. Es gibt keine großen Farbunterschiede mehr. Es ist alles grau in grau. Die Sonne kommt sporadisch raus. Aber das Problem ist ja auch an der Sonne, die es jetzt gerade gibt und auch die nächsten Monate, die hat ja nicht so viel Kraft, dass sie uns wirklich, außer für ein kurzes, gutes Gefühl, sie macht ja auch nicht wirklich was bei uns im Körper. Und mich nervt es gerade so an. Jeder Spaziergang mit meinem Hund. Wenn ich einmal auf die Wiese gehe, ich stehe ja bis zu den Knöcheln im Wasser. Wenn man irgendwo langläuft, es ist eine pure Schlammschlacht. Ich habe Gummistiefel, die gehen bis zum Knien, also so wirklich hohe. Aber selbst da drüber wird es auch schlammig. Und mich nervt es so an. Ehrlich, oh Gott. Und ich weiß, dass es so vielen Menschen so geht. Es ist einfach dieses Angeziehe auch immer. Ah, dieses wirklich, man packt sich ein, die Haut kann kaum atmen und dann packt man sich wieder aus und es braucht alles so viel Zeit. Und ja, ich bin gerade wirklich krass genervt und ich habe so viel drauf rumgedacht, was das gerade ist, ob das PMS ist, ob das irgendwas anderes ist, ob es wirklich gerade ist, dass ich mich extrem unwohl mit mir fühle oder vielleicht auch mit der Situation, obwohl ich die ja vor kurzem noch so wahnsinnig gut annehmen konnte. Ich habe da wirklich viel drauf rumgedacht und das Ding ist, ich bin relativ schnell für mich auf eine Antwort gekommen. Auf eine für mich auch wirklich sehr klare Antwort, weil ich diese Frage wirklich bewegt habe. Ich habe sie hin und her geschoben. Ich wollte wissen, was ist das? Warum bin ich gerade so genervt? Und es ist einfach so, dass ich zwar gut mit mir bin, aber trotzdem so ein bisschen rausgeknallt bin aus meinem Rhythmus und dadurch auch so ein bisschen die Connection zu mir verloren habe. Aber nur so ein bisschen, obwohl ich eigentlich sehr viel tue für mich. Aber das ganze Genervtsein zeigt mir eigentlich nur, dass ich mich gerade selber ziemlich vermisse. Und das nervt mich, dass ich gerade nicht so gut mit mir verbunden bin, dass ich gerade so viel im Außen bin, statt im Innen. Und ja, das nervt mich und das ist eine krasse Erkenntnis, dass ich mich ja einfach nur selber vermisse. Das ist eine sehr spannende Erkenntnis, auf jeden Fall.
Ich mache gerade so viel und ich dachte auch ganz, ganz viele Sachen für mich. Also das heißt, ich treffe mich wahnsinnig viel mit Freunden. Ich gehe zum Beispiel relativ regelmäßig gerade zum Tanzen. Allerdings ist das so 5 Rhythmen oder Ecstatic Dance nennt man das auch. Oder die Welle tanzen, die eigene Welle tanzen. Das sind sehr, sehr schöne Räume, die... Ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt in einem Podcast. Also die sind frei von Substanzen. Es gibt Musik, die der Raumhüter auswählt, die einem durch eine Reise begleiten, durch die eigenen Prozesse begleitet. Und eigentlich geht es vor allen Dingen darum, immer bei sich zu bleiben, bei diesen Reisen und was man da quasi mit sich erlebt. Man darf natürlich auch, das ist auch kein Problem, in Begegnung gehen, aber ich bin gerne eigentlich für mich. Aber irgendwie... ist es doch, man bewegt sich quasi mit 20, 25 oder 30 Menschen in einem Raum zu Musik. Und auch wenn es etwas Schönes ist für sich selber, habe ich gemerkt, dass ich vielleicht zu oft war. Ich durfte mal wieder feststellen, dass ich mich mit meinem eigenen Tempo überholt habe. Und auch wenn mir das total Freude macht, dahin zu gehen, diese Menschen zu treffen, merke ich, dass ich im Nachhinein doch wahrscheinlich mehr Luft dafür brauche, um die ganzen Sachen zu integrieren, als vielleicht jemand anderes. Weil wenn ich gucke, was die Leute so in meinem Umfeld machen, und Leute, damit meine ich Freunde, ganz liebe Bekannte und ja, die Menschen, die ich mag, sind die zum Beispiel jede Woche mindestens einmal zum Tanzen, wenn nicht sogar 2 oder 3 Mal, um Dinge zu bearbeiten. Und ich finde das schon immer sehr faszinierend, wie man so viel machen kann. Und ich war jetzt vielleicht 1 oder maximal 2 Mal pro Woche und wahrscheinlich ist das für mich, für mein Tempo, für mein Sein einfach ein bisschen zu viel, weil ja, das Tempo ist sowieso so ein Riesenthema hier. Ich bin immer noch langsam und ich bin immer noch gerne für mich und ich brauche einfach länger für Dinge. Und das habe ich für mich ja mittlerweile sehr, sehr gut erkannt, vor allem durch das Leben im Ausland. Da ticken die Ohren sowieso anders. Und hier habe ich mich zwar ein wenig mitnehmen lassen vom Stadtgroove, aber eben nicht so doll. Und ich merke jetzt aber beim Tanzen anscheinend schon, oder beziehungsweise bei, nennen wir es Prozessarbeit, da wollte ich mich wohl selber ein wenig überholen, was gar nicht mal so klug ist und was wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass ich gerade so genervt bin von allem. Aber vielleicht ist es auch zum Beispiel das Thema Weihnachten. In 2 Wochen ist schon nicht mal 1,5 Wochen. Ich nehme den Podcast jetzt zum Mittwoch auf und schon in 1,5 Wochen ist Weihnachten und ich bin diesem Fest gegenüber immer super zwiegespalten. Ich bin nicht wirklich richtig fein damit, aber ich bin jetzt auch nicht super dagegen. Und es macht immer ziemlich wilde Gefühle in mir, weil ich früher oft leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das ist alles schon ganz lang vorbei und ich weiß, dass diese Gefühle vor allen Dingen sehr alt sind. Aber ja, Weihnachten strengt an. Weihnachten ist leicht herausfordernd und deswegen bin ich vielleicht auch genervt. Ich weiß es nicht. Das hält jetzt schon den 3. Tag an und ich kenne dieses Genervtsein von mir wirklich nicht. So unausgeglichen zu sein, kenne ich nicht von mir und es überrascht mich. Und auch wenn es total okay ist, dass das gerade da ist, aber alleine auch das nervt mich. Und das ist eine richtig blöde Spirale. Und das ist heute eine andere Podcast-Folge als sonst, weil ich mit sowas normalerweise, ja, weil ich sowas normalerweise nicht in so einem Podcast erzähle. Aber mir ist gerade so krass danach. Und ich frage mich, wie geht's dir gerade? Wie durchlebst du die Zeit und wie geht's dir damit? Und was, ja, macht die Zeit gerade mit dir? Bist du vielleicht auch krass genervt? Ich bin auch davon genervt, dass alle so super gestresst sind. Und ich verstehe schon, dass hier ein anderes Tempo läuft. Aber ich verstehe auch nicht, dass man sich so viel auferlegt. Also man ist ja immer noch schon auch in der Selbstverpflichtung, gut auf sich zu achten. Und ich kenne aber gerade so viele, die so
gestresst sind und da ist so viel los und ja, es ist Weihnachten und komischerweise soll das ja eigentlich die Zeit der Besinnung sein und gefühlt ist hier gar nichts sinnlich. Oh, ihr merkt, ich bin wirklich auf Level. Das ist sehr ungewöhnlich und irgendwie auch mal spannend, das bei mir zu erleben und mich darin zu beobachten und immer zwischen diesen genervt sein, dann kommt auch so ein bisschen Wut mit rein und dann kommt auch so ein bisschen Verzweiflung mit rein. Das kann ich nicht ganz absprechen und das ist sehr spannend, sich auch diese Gefühle mal anzuschauen. Und gerade das Thema Wut, ich bin ja immer, also das Thema Wut, ich möchte kurz ein bisschen ausholen. Es zeigt sich immer wieder in letzter Zeit, auch bei den Tänzen, dass es eventuell darum gehen kann, auch nämlich mir das Thema Wut einmal anzuschauen. Ich weiß nicht, wie gut du mit diesem Thema bist, mit dem Thema Wut, ob du dich schon gut damit auseinandergesetzt hast, ob du weißt, was Wut ist, wie du Wut leben kannst. Und für mich ist schon immer Wut gewesen Eskalation. Deswegen habe ich das Gefühl, Wut nie zugelassen. Vor allen Dingen, weil man früher als Kind immer, ne, man durfte nicht wütend sein, man durfte nicht laut sein, man durfte nicht viel machen, man durfte nicht auffallen. Und Wut war vor allen Dingen eine Emotion, die überhaupt nicht gewollt war. Und ich merke immer mehr, stupst mich quasi förmlich an, dieses Thema, dass immer wieder das Thema Wut aufkommt. Was ist Wut? Wie kann ich Wut wirklich ausdrücken? Wie kann ich Wut leben? Und wie kann ich Wut vielleicht auch ein Stück weit transformieren? Wobei ich nicht der Fan davon bin, immer alles wegzubekommen. Wut hat auch seinen Platz in meinem Leben. Also das weiß ich. Ich bin nur noch nicht rangekommen an das Thema. Und vielleicht wird es das Thema für 2024 für mich. Ich bin ja mal gegen Ende des Jahres, habe ich immer Lust, mir ein großes Thema zu setzen für das kommende Jahr. Und es könnte nächstes Jahr, 2024, tatsächlich das Thema Wut für mich sein. Diese Emotion, sich genau anzuschauen, eigentlich anzuschauen, hinzuschauen, zu gucken, was ist das eigentlich und was möchte die Wut mir sagen und vor allen Dingen auch, welche Wut möchte ich noch, ja, aus mir rauskriegen, um es mal so zu sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man unterdrückt diese Gefühle und man merkt auch, dass es ältere Themen sind. Und ich hätte total Lust, mir das mal anzugucken und wirklich mal auch Wut aus meinem Körper rauszulassen, weil ich glaube, dass das rauszuarbeiten oder wie könnte man das nennen? Also da einfach abgelegte Wut in meinen Zellen, in meinem Körper wirklich ja zu leben, könnte mir auch nochmal sehr, sehr gut tun. Deswegen könnte es sein, dass das Thema 2024 für mich wird. Sehr spannend. Und ja, was mache ich jetzt mit dem Thema, dass ich so genervt bin, ein wenig den Boden unter den Füßen verloren habe und ja, eigentlich am Ende des Tages einfach nur vermisse oder vor allen Dingen am Morgen merke ich das, frisch nach dem Aufstehen oder frisch nach dem Munterwerden, habe ich so voll das Gefühl, ich vermisse mich gerade so. Ich vermisse mich gerade in meiner Leichtigkeit. Ich vermisse auch sehr dolle, gutes Wetter, wenig Sachen, die man anhat und einfach Freude, draußen zu sein. Ich vermisse die Connection zur Natur, die gerade durch diesen Grauschleier gar nicht so stark ist. Ich vermisse Wärme, ich vermisse gelbes Licht in meinem Gesicht durch die Sonne, was mir aber so viel Power und Energie gibt und glücklich macht. Das vermisse ich ganz doll und ich vermisse mich in dieser Situation. Und ich darf jetzt einfach die letzten 2-3 Wochen des Jahres, glaube ich, ein wenig runterfahren, mich gut um mich kümmern, viele Kuscheleinheiten mit Moja machen, Sport für mich machen, Dehnung machen. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe super Rückenschmerzen. Ich darf mir schöne Momente mit mir schaffen, um mich wieder mehr zu verbinden mit mir, um wieder
richtig die Füße auf den Boden zu bekommen. Das ist das, was ich mir vornehme für die letzten 2 bis 3 Wochen diesen Jahres. Das geht jetzt so schnell. Am Ende des Jahres verrinnt die Zeit ohne Ende und es läuft so wahnsinnig schnell. Und ich hoffe, dass ich dann die Sachen wieder gelassener sehen kann. Auch zum Beispiel das Thema Kondenswasser in meinem Bus. Wintercamping ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich habe jetzt durch ein Video, was ich vor kurzem geschnitten und veröffentlicht habe auf meinem YouTube-Kanal, wo es gerade um das Thema Wintercamping geht, sind mir ein paar Sachen in meinem Bus aufgefallen, wo sich überall Kondenswasser bildet, wo das Wasser nur so runterläuft und wo teilweise sogar schon Schimmel ist. Und mich nervt das. Ich hatte diese Thematik nie vorher, weil ich nie im Winter hier war. Und jetzt ist mein Sommerbus zu einer kleinen Tropfsteinhülle geworden. Und das ist gar nicht so schön. Und ich wünsche mir da wirklich eine baldige Lösung. Ich werde hier noch das ein oder andere machen. Und ich hoffe wirklich sehr, 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 dass ich bald aufbrechen kann. Aufbrechen gen Sonne, gen Wärme, gen Sonnenschein und Meer. Ich hoffe es so sehr. Ich muss an 1, 2 Sachen arbeiten, weil natürlich, warum fahre ich noch nicht los? Die Kasse stimmt noch nicht richtig und Kamikaze losfahren ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Ich möchte eine kleine Sicherheit haben. Es braucht nicht viel, aber eine kleine. Und genau jetzt im Dezember und Januar ist noch ein bisschen was zu tun. Und dann hoffe ich wirklich, 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 dass ich loskomme. Weil das ist das Einzige, was mich gerade wirklich motiviert. Zu wissen, ich muss nicht den ganzen Winter hier sein, sondern ich kann bald los. Und wirklich, ich ziehe meinen Hut vor jedem Menschen, der natürlich auch wahrscheinlich hier gefangen ist und viel lieber in der Sonne wäre. Aber ich ziehe wirklich meinen Hut vor allen, die hier bleiben müssen, die das durchstehen müssen, die noch ein paar Monate darauf warten müssen, bis besseres Wetter kommt. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin ein sehr wetterfühliger Mensch und Wetter macht nicht nur, es macht so viel gutes Wetter. Du kannst draußen sein, du kannst in der Natur sein. Ja, ich werde mich bemühen, dass sich daran bald etwas ändert. Und auch wenn diese Folge, ich habe lange überlegt jetzt, ob ich das mache, weil eine Podcast-Folge, wo man sich eigentlich nur aufregt, gar nicht so schön ist von der Energie und von der Schwingung her. Aber wo gerade nichts Schönes ist, brauche ich auch nicht versuchen, nur Schönes reinzubringen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, so eine Folge aufzunehmen. Und ich hoffe, es ist okay für dich. Und ich bin gespannt, welche Reaktionen kommen, weil ich schon gelernt habe, dass die Öffentlichkeit manchmal nicht so gut damit umgehen kann. Aber geht es uns nicht irgendwie allen immer mal so? Passiert es dir nicht auch mal, dass du genervt bist? Wahrscheinlich schon. Ja, und ich habe meiner Genervtheit und meinem Unglücklichsein und meinem Vermissen, mich vermissen, einfach Raum gegeben. Und ich bin gespannt, das wird etwas mit mir machen. Weil Dinge, die man ausspricht, werden real. Dinge, die man formuliert, bekommen plötzlich eine Bedeutung. Und ich bin gespannt, was diese Bedeutung mit mir macht. Ich werde weiter gut für mich sorgen. Ich werde viel reinhorchen. Ich werde mir viel mich anschauen und viel mit mir jetzt sein und gut mit mir sein und trotzdem auch mit anderen Menschen sein. Ich werde mich nicht komplett rausnehmen. Aber ich wünsche dir, dass es dir auch gelingt, dass, wenn es dir gerade nicht gut geht, du trotzdem gut für dich sorgen kannst und dich nicht komplett verlierst. In meiner letzten Podcast-Folge habe ich es schon angesprochen, der Monat Dezember ist wirklich ein harter Monat für viele Menschen. Und auch ich hatte früher extrem Struggle damit. Mir ging es wirklich nicht gut, auch durch das Thema Winterdepression, auch durch das Thema Weihnachten und Silvester. Es war wirklich die Hölle für mich. Und
Ja, es ist machbar, indem man ganz sanft mit sich bleibt und einfach es durchfließen lässt, wenn es möglich ist. Und wenn es nicht möglich ist, such dir bitte Hilfe. Such dir Unterstützung, such dir Hilfe, rede mit Freunden, rede mit deinem Hausarzt darüber, rede mit Therapeuten, wenn du einen hast. Das ist ganz wichtig und auch überhaupt nicht schlimm und eigentlich total stark, wenn man das macht. Genau, also in diesem Sinne, ich danke euch fürs Lauschen dieser anderen Podcast-Folge aus dem Van, aber es gehört eben auch dazu. Es gehört auch dazu, auch einmal zu sagen, dass einem etwas nicht passt und es vielleicht auch gerade ein bisschen anstrengend ist. Also ich danke dir ganz, ganz doll fürs Lauschen. Egal auf welcher Plattform du hörst, ich freue mich immer darüber, wenn Kommentare quasi unter dem Podcast stehen. Auf YouTube ist das auf jeden Fall möglich, bei Apple Podcast auch. Und bei Spotify könntest du mir Sterne geben, wenn dir dieser Podcast trotz meiner Stimmung heute gefällt. Und wenn es dir vielleicht ähnlich geht oder du mit anderen Themen auftauchen möchtest, kommentier das total gern. Und manchmal hilft alleine schon das, es einmal anzusprechen, einmal auszusprechen und dem Ganzen dadurch eine Form zu geben. Ich freue mich, wenn du in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Weil jetzt kommt eine Podcast-Folge alle 2 Wochen raus und nicht mehr wie früher jede Woche. Diese Woche also die Podcast-Folge und nächste Woche bleibt es aber nicht ganz still, sondern wenn du Lust hast, folge mir total gerne auf meinem YouTube-Channel. Der heißt Karin Schärpe. Einfach mal gucken bei YouTube. Da kommt nämlich ein kleiner Film raus, den ich schneide. Und das wird jetzt in Zukunft immer im Wechsel passieren. Eine Woche kommt der Podcast und eine Woche kommt ein Film online, weil mir das gerade wirklich viel Freude macht. Also, ich danke dir fürs Lauschen und sag bis zum nächsten Mal.